YouTube! Willkommen zurück zum großartigen Hotel-Renovierungssimulator. Wir sind live auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gerne mal reingucken und mir ein wenig Gesellschaft leisten. Ansonsten, Folge 1. Ich habe gemerkt, wo der Kurs hingeht. Die Leute haben auf jeden Fall einen komplett anderen Stil als ich. Das ist ja auch in Ordnung, ne? Jeder natürlich hat seinen eigenen Stil. Aber im Großen und Ganzen wünscht sich YouTube, dass es ungefähr so aussieht. Ja? So ungefähr, ne? Wünscht sich YouTube mein Hotel. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht. Bewerten, kommentieren. Gerne mal auf Twitch live vorbeikommen. Da könnt ihr dann live mitbestimmen, wie das hier aussieht. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt. Mir hat die Lobby überhaupt gar nicht gefallen, ja. Ich fand die Lobby überhaupt nicht hot. Ich weiß nicht, das sieht nicht aus nach goldene Nadel. Ja, wir sind hier, wir waren früher mal ein Etablissement für dubiose Gestalten. Aber jetzt sind wir halt edel, schick. And it's back on. Good job. Ich meine, wir haben Sandra. Schaut euch an, wie gut Sandra aussieht. Und so gut wie Sandra aussieht, so gut muss auch irgendwann mal hier das Hotel aussehen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, alles klar, wir ändern's. Wir ändern's. Und ich weiß auch noch nicht, ob das so bleibt. Aber wir haben es erstmal geändert. Ich überlege, ob ich vielleicht von der Thematik Weiß-Gold weggehen soll und die Farbe nehmen soll. Vielleicht kommt das irgendwie cooler. Die Tapeten und so fliegen auch noch raus. Keine Sorge, ich bin dran. Es wird alles erneuert. Ja, es wird alles erneuert. Denn ich weiß ja, wie kritisch YouTube ist. Sieht aus wie ein Horrorhotel. Also bitte. Also dann ist es aber ein sehr einladendes Horrorhotel. Limbus, der lässt heute sogar hier ein paar Gifte Subs da. Und versucht damit meine Träume auf eine neue Ebene zu hieven. Sieht aus wie ein Horrorhotel. Guck mal, ich habe sogar hier so schön den Boden gemacht. Habe ich auch noch so Ideen geholt, dass es hier nicht so leer aussieht. Also ich weiß nicht. Ich find's. Das hat einen Nazi-Flair. Wo? In welcher Dimension? Arr, Sandra. Du blauäugige, blonde Magd. Das ist ein wunderschönes Hotel. Ich möchte jetzt den Führerwein genießen. Arr. Ist so eine Mischung aus Hitler und Pirat. Das Hotel, das ist Sigma. Ja, das ist Sigma. So, jetzt müssen wir natürlich noch hier Inneneinrichtung und sowas. Ne? Teppichboden. Das ist Teppich. Das ist so eine Art Teppich. Mehr Teppich geht nicht. Außerdem ist Teppich auch irgendwie siffig, oder? Teppich im Hotel, so im Foyer. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Was denkst du, wie der aussieht? Der ist richtig schlonzig irgendwann. So, das hier muss. Jetzt wollen wir erstmal. Die Schränke haben wir. Jetzt widmen wir uns erstmal der Wandverkleidung. Möbel. So. Wanddeko. Ich finde das hier irgendwie cool. Ich finde das hier irgendwie cool. Ich finde, das hat was. Das ist eigentlich die perfekte Wanddeko für so einen Schuppen, weil es auch golden ist. Ich finde, da sitzt hier. Und hier eins richtig gut. Ich finde, das hat Stil. So, wir brauchen noch. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Sitzgelegenheit. Und Tische. Die Tische sind halt so schwierig. Ich bin halt kein Freund von Tischen irgendwie. Aber ich habe mir überlegt, wir machen hier. Also wir machen auch so einen weiß, optischen Weiß-Look. Und klar, so ein Ding muss natürlich in die Ecke rein. Anders wird es nicht funktionieren. Haben wir irgendwas richtig schön Upper Class, Fancy-mäßiges? Nee, ne? Irgendwie fehlt uns einfach der Fans. Der Fans fehlt uns. Was kann ich denn da farblich alles so verändern? Es würde auch was Dunkles gut reinpassen. Also hier, das wird auch noch geändert. Ich weiß nicht, mit der Tapete bin ich nicht zufrieden. Da bin ich noch sehr unentschlossen. Oder wir bleiben halt bei Weiß. Oder wir bleiben halt bei Weiß. Aber auf jeden Fall muss die Lobby jetzt endlich mal fertig werden. Na?
Die muss jetzt mal fertig werden. Oh, wir haben ja schon wieder einen Hype-Train, der hier durch die Gegend tuckert. Das ist ja cool. So, gehen wir nochmal hier oben hin. Guck mal, durch Ändern des Stoffs, ne, wie die Farbe auch irgendwie gleich sich intensiviert. So, ich bin immer noch für das hier. So, jetzt habe ich eins von vier Sofas. Überlege ich halt, ob ich immer noch hier so einen kleinen Tisch in die Ecke knalle oder ob wir lieber sagen, okay, wir gehen ein bisschen auf... Ja, ich finde die Tische einfach alle nicht so hübsch. Das ist mein Problem. Ich finde die alle nicht so hübsch. Die turnen mich alle nicht so richtig an, die Dinger. Die machen mich irgendwie nicht hot, die Tische. Die machen mich irgendwie... Warum kann ich jetzt? Die machen mich irgendwie nicht hot. Sessel habe ich genug, oder was? Ne, fehlen auch noch welche. Ich meine, später kommt ja noch jede Menge Deko rein. Später kommt ja da noch Deko rein. Was würde denn... Eigentlich finde ich, passen die hier wirklich am besten dazu, ne? Es fehlt halt dann noch so der... Limbus haut noch mehr raus. Ey, der Lotto gewonnen mal wieder. Immer diese sexy Milliardäre in meinem Chat. Dann müsste ich aber den Tisch hier nochmal ein bisschen... Ich weiß, das sieht irgendwie zu... Das sieht zu eng aus, oder? Ich weiß nicht. Da fehlt halt noch die Deko. Will man da sitzen? Will man da sitzen? Schwierig. Absolut schwierig. So, das sind die Schränke, die wir hier auch weiterhin verwenden werden. Sarah Jane, Dankeschön für deinen Sub. Das sind die Schränke, die wir hier auch weiterhin verwenden werden. Ich finde, die sehen halt hier entsprechend am besten aus. Also die Lobby sieht schon mal besser aus als davor. Das kann ich schon mal sagen. So, Regale. Die sind halt auch so schwierig hier, die Regale. Und die hübschen sind alle irgendwie noch gesperrt. Ich kann mit den Regalen halt einfach nichts anfangen. Die hier finde ich noch ganz cool. Farbe mal angucken. Na, vielleicht, wenn wir die so versetzt machen. So sieht es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber dann hätte ich das eigentlich auch... Dann müsste ich das auch irgendwie hier wieder machen, oder? Okay, wir haben 3 von 6 Regalen. Hey, we have a problem. Our elevator is jammed. What do we do? Ich bin kein Handwerker. Ich bin kein Handwerker. Aufzug reparieren. Wie soll ich das machen? Ich bin kein Handwerker. Selbst reparieren. Ja gut, wenn dann aber Menschen sterben, ist es... Die Brechstange zum Reparieren? Okay. So, das war ja super easy. Danke, gute Arbeit, er funktioniert. Gut, Sandra. Wenn dann aber irgendwelche Menschen darin sterben sollten, bitte am Empfang hier dir schriftlich geben lassen, dass wir dafür nicht haften. Dankeschön. Falls hier Menschen draufgehen sollten... Ihr wisst Bescheid. So, und dann haben wir hier noch diese Ecke hier. Diese Ecke hier. Naja, vielleicht sollten wir doch bei der Tapete bleiben, jetzt wo ich sie so sehe. Obwohl, vielleicht... Vielleicht Wände. Vielleicht machen wir alles hier in demselben Weiß. In diesem Austerweiß und machen halt hier dieselbe Optik wie da. Vielleicht wäre das
Weil die Tapete finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Nee, die Tapete will ich nicht mehr. Zumindest nicht in diesem Maß. Das ist irgendwie zu viel. Der Raum wirkt dadurch irgendwie einfach zu unruhig. Das stört mein Feng Shui. Das stört irgendwie mein Feng Shui. Jetzt halt die Frage, oder wir nehmen die Tapete. Wir nehmen nochmal die Tapete und ziehen auch hier so eine Linie durch. Halt mit Tapetenoptik. Ja, Pflanzen kommen später. Jetzt müssen wir erstmal die Möbel machen. Der Feinschliff kommt später, Chat. Jetzt müssen wir erstmal, wo haben wir denn hier? Tapetenmuster. Das war das hier, dass wir vielleicht... Geht das nicht? Oh, sag nicht, ich muss das erst wieder abschlagen. Oh, ist immer so blöd in dem Spiel. Kannst du nicht einfach überlappen. Dass wir vielleicht auf der Höhe, das sind 1, 2, 3 und das vierte Feld ist es. 1, 2, 3 und das vierte Feld ist es. Also die Höhe wäre das. So, und so würde das dann aussehen, wenn wir hier halt einfach ein bisschen Muster hinmachen. Ich meine, so würde es meines Erachtens gehen. An sich finde ich das Muster gar nicht so hässlich, nur ich finde, es ist halt einfach zu viel gewesen. Der Raum sah aus wie ein Irrenhaus. Jo, ist hier schon weg. Bam, bam, bam. Ich meine, es kommt ja auch noch Beleuchtung und alles. Es wird ja noch viel effektreicher. Wir müssen halt auch ein bisschen Geduld haben. Was geil wäre, wenn hier so eine Art Bar oder sowas wäre. So. Gut. Es fehlen noch Tänzerinnen. Naja, wo soll ich die ein... Sandra, tanz. Komm, tanz für uns, Sandra. Do it. Hier fehlt noch ein Streifen. Ist ja noch Tapete im Weg. Yes. Tanz für uns. Da fehlt noch eins am Fenster. Da fehlt auch noch eins. Ah, die Perfektion. So. Jetzt hätten wir das. Haben wir einen schönen großen Tisch? Wir brauchen ja noch Tische. Haben wir einen schönen großen Tisch? Oder wir spalten es in zwei Tische, dass wir irgendwie hier zwei Tische hinstellen. Was haben wir denn hier? Zünden den, vielleicht der. Haben wir hier vielleicht so eine Goldoptik? Können wir den Rahmen irgendwie in so einem Gelb-Goldton machen? Nee, nur in Weiß. Ha, vielleicht stellen wir die relativ mittig in den Raum, so zwei Stück. Einer hier hin. Moment. So, und dann hier hinten ein großes Sofa. Das Größte. Bist du das Größte? Was ist das für eine Farbe, die wir hier hatten? Dieser Weißton. Geht eher so in die Richtung, ne? Wie viele... Wir brauchen noch drei.
Demon Leo, dankeschön. Wo man das Spiel billiger bekommt als 20 Euro. Vielleicht, eventuell. Eventuell, ich weiß es aber nicht. Bekommst du das Spiel billiger bei Instant Gaming? Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei meinem Partner könntest du es billiger bekommen. Unter 20 Euro, aber ich weiß es wie gesagt nicht. So, jetzt noch ein bisschen Schmuddel. Wie läuft's denn? Ich muss eigentlich auch mal gucken, ob mein Hotel läuft. Mal ganz schnell nach oben gehen. An Albert! Dankeschön. Für den Wahnsinns-Sub. So, hier müssen wir mal durchcleanen. Ja, das Zimmer und so will ich auch mal schöner machen. Wir haben jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, ne? Muss man dazu fairerweise sagen. Wir haben jetzt auch viel mehr Möglichkeiten. Und das Zimmer musste ja so blutig werden für den Grafen. Der hätte darauf bestanden. So, einmal hier durchfegen. Für meine Dämonenfreundin. Also, ich weiß gar nicht, was es auf Steam kostet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nicht im Kopf. Ich finde es ein bisschen nervig, dass immer diese ganzen Texturen hier so eine Weile brauchen, bis die reinladen. So, Event. Einer der Gäste hat seine Geldbörse verloren und braucht Hilfe, um sie zu suchen. Es geht um eine große Summe Geld. Schön, Sandra. Gehe zur Lobby. Verlorene Geldbörse finden. In der Lobby oder was? Ja, wo hat er die denn hingeschludert? Da! Schön, dass du die Geldbörse gefunden hast. Was machen wir jetzt damit? Behalten. Yay! 300! Na klar behalten wir das Ding. Auf Steam kostet es 19,99. Sandra, du bist voll dabei, ne? Bei meinen illegalen Aktivitäten. Klatschen wir uns jetzt ab oder sowas? Ey, jetzt hier, keine Kritik. Es war berechtigt. Machen wir mal das Sofa. Das muss noch ein bisschen mehr hier in die Richtung. Noch ein bisschen mehr in die Richtung. Ich will nicht, dass sie zu weit auseinander sind. Und das hier. So, ein bisschen mehr hier hin. Wir brauchen da hinten später den Abstand, weil ich will hinter das Sofa was reinmachen. So. Gut. Lobby. Was ist denn jetzt los? Hä? Warum? Was stimmt mit der Lobby nicht? So, jetzt. Gut, wir haben die Tische. Es ist halt nicht ganz mittig. Es ist so schwer, hier was richtig mittig zu machen. Aber ich bin halt ein kleiner Perfektionist, was so Sachen angeht. Wenn das Sofa hier die Mitte ist, dann müsste der Tisch einfach... Und wir es hier und der. Wir nähern uns mehr der Mitte. Gut, ist ein bisschen besser. So, jetzt brauchen wir noch Sessel. Die hier dazu passen. Am besten genau dieselben, die wir hier schon haben. Diese hier. Aber in einem anderen... Oder wollen wir in dem weißen Ton als Kontrast lassen? Ja, die kommen dann quasi... hier hin. So, was fehlt uns noch? Ein Tisch fehlt uns. Und hier wieder Regale. Schauen wir mal, was wir bei Regalen so finden könnten, was hier reinpassen würde. Also ich finde die hier am besten eigentlich.
Alles andere ist halt noch gesperrt. Vielleicht ändern wir es irgendwann mal ab. So, jetzt haben wir hier auch nochmal diesen Effekt. Gut, was fehlt noch? Ein Schrank und ein Tisch. Da hinten in die Ecke will ich eigentlich ungern einen Schrank stellen. Vielleicht machen wir erstmal hier noch einen Schrank hin. Und wo könnte man noch einen Tisch hin machen? Vielleicht machen wir hier in die Ecke einen kleinen Tisch hin, wo wir später was draufstellen. Tisch, 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 Tisch. Tisch, wo bist du? Hier. Farbe anpassen. Ja, bleiben wir aber weiß. So. Und jetzt fehlt noch ein kleiner Schrank. Ach was, wir hatten einen großen. Ach, den kann ich wieder verkaufen. Sehe ich jetzt erst. Wir brauchen einen kleinen. Wir brauchen einen kleinen Schrank. Ja, das ist unser Entspannungsspiel. Das Spiel ist einfach nur chillig. Wir brauchen hier noch einen von diesen kleinen. Dann machen wir hier am besten einfach denselben wie hier drüben hin, weil der sieht ja eigentlich auch ganz okay aus. So, und jetzt geht's mit Dekoration weiter. Dekoration. Jetzt geht's mit Dekoration weiter. Schauen wir mal rein. Also, was ist das? Ein Wecker, eine Uhr, eine Schale, Magazine. Ja, Dekoration ist eigentlich immer ziemlich easy, finde ich. Da kann man easy was machen. Kerzen wären ganz nett. Ich drehe es mal um. Brüste, klar. Brüste müssen auch irgendwie rein. Deko-Busen muss schon irgendwie her. Aber nicht hierhin, das ist zu mächtig. Leider kann man bei der Deko... Oh, das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ist ja cool, wenn man das so... Ah, was passt hier nicht hin? Ist zu groß, ist zu mächtig. Gehen wir mal weiter durch. So kleine Vasen und Lampen kann man eigentlich überall reinknüppeln. Ne? Das kannst du überall hinstellen. Ist gar kein Thema. Da haben wir ganz viel Besteck. Super viele Kerzen. Ein Greif. Haben wir noch ein bisschen was Nacktes? Nackte Sachen in der Lobby finden Leute eigentlich immer gut, ne? Was ist das denn? Ein Aquarium, aber ohne Fische oder was? Kostet Tausender. Das ist ja cool. Aquarium ist cool, aber da ist ja nichts drin. Oder wenn ich es platziere, ist dann was drin. Ich verschwende jetzt gleich einen Tausender, glaube ich. Aber wohin mit dem Aquarium, ist dann die Frage, ne? Ja gut, jetzt bleiben wir erstmal hier. Also ich würde irgendwie... Ich finde, so eine Schale und Kerzen sind super wichtig. Und es muss natürlich auch ein bisschen modern aussehen. Der Chat mit seinen Pflanzen. Warum seid ihr denn so pflanzengeil? Ja, Pflanzen kommen noch. Brauchen wir auch welche. Pflanzen kommen auch noch. Das geht da zu sehr unter. So. Kann ich den hier reinstellen? Nee. Ich mag den Apfel irgendwie. Ich finde, der hat was. Looks like somebody is having a party in one of our rooms and they're being far too loud. Ich habe aber keine Zeit. Ja, aber ich habe für so einen Dreck doch keine Zeit. Pflanzen. Habt ihr eure Wohnung voll mit Pflanzen? Ist es echt so? Hat der Chat wirklich... Wirklich alles voll mit Pflanzen in der Wohnung? Wo ist denn hier laut? Yo!
again harder. Alles klar, Sandra, ich mach's fester. Hier ist ja gar niemand. Geister, ich sag ja, hier beim Grafen im Hotelzimmer sind Geister. Thanks, that's much better. Ich sag dir, wie es ist, hier sind Geister anwesend. So, hier mit meinem Powerbesen einmal durch, alles cool. Also ihr habt wirklich, wirklich super viele Pflanzen. Ich nicht. Also meine Freundin will irgendwie alles grüner machen, aber wenn es nach mir geht, muss alles kalt, steril und Patrick Bateman-mäßig sein. Ich wohne wie ein Psychokiller. Ein stilvoller Psychokiller, aber ein Psychokiller. Bei mir muss alles Patrick Bateman-mäßig sein. So, wir waren bei der Deko. Was ist denn jetzt schon wieder? Verkleidung bearbeiten? Was sind das für komische Bugs? Die Lobby ist einfach so riesig, das kriegt das Spiel nicht hin. So, wir brauchen noch mehr Deko-Objekte. Die Lobby ist einfach die größte Aufgabe im Spiel. Bücher sind out. Magazine würden noch gehen, vielleicht so hier, dass hier ein paar Magazine rumliegen. Ja, damit es so ein bisschen lebendiger aussieht. Was haben wir hier noch für ein Magazin? Fashion. Einfach damit die Leute ein bisschen was zu lesen haben. Also ein Räucherstäbchen ist eigentlich auch immer ganz nice. Ganz hier hin. Ganz hier hin. Kann ich hier eins in die Ecke stellen? Nice. Das fällt runter. Dann kommt es hier hin. So. Aquarium. Alright, jetzt will ich noch irgendwie... Ich glaube, ich finde den Apfel irgendwie cool. Ich mag den, der gefällt mir. Das ist ein bisschen zu groß, wenn ich hier noch eine Statue hin oder irgendeine Büste hinmachen will. Bis jetzt scheint der Apfel zu gewinnen. Der Apfel scheint irgendwie das Rennen zu machen. Hier ist wieder ganz viel... Der braune Bronco. Ich will halt haben, wenn man hier in die Wohnung kommt, dass es sich so anfühlt... Also nicht in die Wohnung, sondern ins Hotel, dass es sich so anfühlt, als würde man Vermögen verlieren, nur weil man in der Lobby ist. Das ist so die Intention dahinter. Die Goldene Nadel war einst ein Haus bekannt für Junkies und Probleme in der Stadt. Aber jetzt hat sich der Laden rehabilitiert. Apfelbirne Anus. Der Laden hat sich rehabilitiert. So. Gut, haben wir. Dann brauchen wir als nächstes Bilder. Ich würde gerne hier irgendwas Bildermäßiges haben. Die Frage ist nur, was? Das sieht alles so nach Wartezimmer aus. Vielleicht will ich doch kein Bild haben. Was ist, wenn ich zwei von denen neben das Sofa mache? Ich will es mal ausprobieren, wie es aussieht. Es sieht gülden aus. Es sieht gülden aus. Pflanzen. So, jetzt können wir zu eurem Pflanzenfetisch. Aber die Pflanzen müssen ja auch stilvoll sein. Ist das eine gute Pflanze?
Wir haben halt noch nicht so viel Zeug. Irgendwann werde ich Dinge austauschen, umräumen. Das wäre halt so eine Pflanze nach meinem Geschmack. Einfach nur ein Stück... Ein toter Stock in einer Vase. Ja, leider haben wir nicht so viele große Pflanzen. Wir haben als große Pflanze den toten Stock. Wir haben das hier. Das ist eigentlich ganz, ganz hübsch, finde ich. Das ist ganz hübsch. In so einer Silberoptik. Oder wir gehen so in die Bronzeoptik. Lila. Oh Gott, da gibt es hier wieder super viele Farben. Das würde hier nicht reinpassen. Man könnte hier halt in die Ecke noch eine Pflanze reinhauen. Hier so dazwischen. Dann hat man hier eine Pflanze. Dann müssen wir auch hier eine hinstellen. So, wie viele Pflanzen brauchen wir denn? 8 Stück, Gott, sind das viele Pflanzen. Das wäre noch eine große. Und halt der Klassiker. Das wäre der Klassiker. Was hatte ich denn da für eine coole Farbe? Irgendein Braunton, den ich da gefunden habe. Der hat so einen leichten Messing-Effekt, der würde mir gut, ganz gut gefallen. Ich muss auch wirklich den edlen Touch. Welcher Ton war das denn? Warte mal, ich kann es, glaube ich, nochmal sehen, indem ich einfach die Pflanze auswähle. Der speichert das, Gott sei Dank. Ich mag auch das hier ganz gerne. Das hier ist eigentlich auch ganz süß. Das ist eigentlich auch ganz süß, oder? Das könnte man halt irgendwo draufstellen. Hier zum Beispiel. Jetzt gucken wir erstmal, was das für eine Farbe ist, was wir da erwählt haben. Can you hear that? It must be that crazy hen again. She's on one of the hotel floors. See if you can find her. Was? Verdächtige Aktivitäten? Das ist echt ein Grünton, was wir hier haben. Feige. Okay. Gut, ich brauche das hier in Feige, meine Freunde. In Feige. Achso, Feige hieß die Pflanze, nicht der Ton. Kommt bei dem Ding voll gut zur Geltung, hier irgendwie nicht so. Auch nee, das Hühnchen ist zurück, hier kommt es irgendwie nicht so gut zur Geltung. Nee. Hier passt dann eher... In den Raum passt dann eher... Eher der Braunton da rein, den wir hatten. Der kommt da einfach ein bisschen cooler. Zur klassischen Einrichtung. Der hier. Kommt hier ein bisschen cooler. So, was ist hier oben los schon wieder? Ist es wieder das Killerhuhn? Ist es wieder das verdammte Killerhuhn? Bist du das Problem? Seelenlose Frau. Oh nein, das Huhn will wieder ums Hotel spielen. Oh, Würfelkampf mit einem Hühnchen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich habe doch eh keine Chance gegen dieses Huhn. Oh, was? Ich hatte eine 6 und dann wurdest du 2. Du gewinnst trotzdem, ja! Ey, ich mache aus dir Chicken Nuggets, du Drecksvieh. Huhn gewinnt. Warum habe ich keinen Schlagstock? Was fehlt irgendwie in diesem Spiel? Auch eine 1. Yo. Das Huhn ist einfach zu krass. Der Würfel ist doch irgendwie gezinkt. Eine 6. Endlich.
So, Finale. Putz. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Alter, und das Huhn würfelt nochmal eine 6. So, und was passiert jetzt? Oh, no. She bit you this time. Try again. Habe ich jetzt irgendeine Krankheit? Das Huhn hat mich gebissen. Habe ich jetzt irgendeine Seuche? Zigeunerlancer, dankeschön für deinen mega geilen Sub. Ich muss immer erst hier in diesen Raum und warten, bis der Raum sich hier so... bis der hier so lädt. Komm schon. Lass mich nicht hängen. Jetzt ist er da, oder? So. Was ist hier schief? Das Ding ist schief? Das ist doch nicht schief. Wir waren bei Pflanzen. Wir waren bei Pflanzen. Wie gesagt, ich fand da eigentlich diese eine Pflanze ganz süß und ich glaube, die nehmen wir auch. Wir machen die so hin, da muss da halt noch ein bisschen Deko drauf. Da kommt auch noch ein bisschen Deko drauf. Ey, das Platzieren ist so merkwürdig. Ich will es eigentlich... ich will es eigentlich so drauf haben. Ja gut, habe ich geschafft. Ja, bis jetzt habe ich nur verloren, das stimmt. So, mir fehlen immer noch 2 Pflanzen. Gehen wir mal hier hin. Könnte ich hier in die Ecke was reinstellen? Würde hier in die Ecke... ne, da geht keiner mehr rein. Oder wir machen halt noch 2 hier hin. So, Pflanzenthema ist abgehakt. Ich hoffe, damit habe ich die Bedürfnisse des Chats befriedigt. So, was haben wir denn für Lampen? Ja, die passen halt voll gut rein. Die merken wir uns schon mal direkt. Und wir haben einfach noch nicht genügend Auswahl. Aber die sind ganz... ganz cool. Da würde ich eine hier hinstellen. Echt jetzt? Die fällt um? Wie kann ich das Ding drehen? Ah, so. Oh, come on. So, dankeschön. Ey, das Platzieren an diesen... Dingern ist echt wack. So. Davon brauchen wir noch einige. Vielleicht auch eine hierhin. Was haben wir denn noch so zur Auswahl an Lampen? Ah, dafür ist der Tisch irgendwie zu klein. Hier würde eine gut in die Ecke passen. Lässt er aber nicht zu. Hier würde auch eine gut hinpassen. Man kann leider nur die Lichtwahl verändern. Aber hier würde eine echt gut hinpassen. So. Yes. Oh Mann. Komm schon, Baby. Quentin, dankeschön für den geilen Sub. So, warte. Ich muss hier noch ein bisschen drehen. So. Gut, hier haben wir halt... oder wir machen einen anderen Tisch hin. Oder wir stellen das hier nochmal um. Oder wir stellen das hier wirklich nochmal um. Oder wir widmen uns erstmal anderen Lampen. Und zwar
Was haben wir hier? Möglicherweise. Ah, der hier ist es. Der hier ist es. Warte, machen wir einmal hier mittig einen hin. Ist der mittig? Das hier ist mittiger. So. Die hier. Ja gut, ich kann es nicht 100% perfekt mittig machen. Ich habe leider kein Maßband. Ich kann nur Augenmaß machen, Chat. Ich weiß, einige gehen jetzt an den Monitor, messen das so ab und sagen, na, ich weiß nicht, Kies, ich finde auf rechts könnte er ein Stück rüber. Aber weiter geht's nicht. Ich würde das hier eh alles komplett gerne anders machen, aber ich muss wahrscheinlich erst diesen Dresen hier verändern dürfen. Ja, und das geht noch nicht. Wahrscheinlich erst dann, wenn ich mit dem mit der Lobby quasi fertig bin. Da kommt natürlich auch noch was hin. Ja, jetzt kommen hier noch zwei Lampen. Was haben wir denn noch? Nein, nein, nein. Die hier wären zum Beispiel ganz gut für die Rezeption. Würde ich die hier sehen. So, machen wir hier. Das ist ungefähr gleich. Ungefähr. Gut, damit haben wir das hier. Dann brauchen wir die Wandlampen noch. Nope, 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 nope. Und die anderen sind alle gesperrt. Oh Gott, die sind alle hässlich. Die sind alle absolut hässlich. Oh no, the electricity is out. Gott, Sandra, du siehst doch, ich bin beschäftigt mit meiner Lobby. Kannst du nicht mal selber eine Sicherung reindrücken? Ist doch nicht so schwer, einfach mal dahin zu gehen und eine Sicherung reinzudrücken. Neben dem Aufzug hier, da müssen natürlich auch Lampen hin. Kannst du eigentlich, ich finde, du kannst eigentlich nur die hier nehmen. Oder die hier. Alles andere, das passt irgendwie nicht so. Du kannst sie auch nicht drehen oder sowas. Also mit den Lampen bin ich gar nicht zufrieden. Die müssen irgendwann ausgetauscht werden. So, jetzt habt ihr die Wahl, Chat. Die hier oder die hier. Die hier oder die hier. Rund oder Zylinder. Rund oder Zylinder. Eins oder zwei. Eins. Oder zwei. Die meisten sind bei 1. Jetzt kommen aber ganz viele Zweier. Ich glaube auch, dass die Zweier ein bisschen stilvoller sind. Die sehen so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich muss da irgendwie an ein Asia-Restaurant denken. Machen wir sie hier hin oder mittig in den Streifen? Wenn man sie hier hin. Ich glaube, das kommt schöner. Mittig hängen sie zu weit unten. Da wirken sie ein bisschen verloren. So. Ich finde die Runden irgendwie zu sehr nach Asia-Restaurant. So. Nö, doch, das sieht eigentlich ganz anständig aus. So, uns fehlt immer noch eine Stehlampe, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wohin. Vielleicht auch hier einen ins Eck einfach. Ich meine, wir können ja jederzeit umdekorieren. Wir werden später andere Sachen noch freispielen, die wahrscheinlich auch echt hübscher sind. Deswegen pflanze ich jetzt einfach mal eine ganz langweilig hier hin. Es wird noch alles irgendwann
Irgendwann wird alles noch geändert. Chat, YouTube, Menschen, die es im Nachhinein gucken. Irgendwann wird das alles noch geändert. Aber wir haben einfach noch nicht so viele Möglichkeiten. Und ich finde, so hässlich sieht das gar nicht aus. Ich finde, es hat schon, wenn man hier reinkommt und denkt, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, es kommt jetzt so ein älteres Pärchen kommt jetzt hier rein und sagt, Hansi, das war doch früher immer das Kreckhaus, wo du immer als junger Mann warst. Das sah schlimm aus, aber das hier, das kann man sich ja angucken. Und ich meine, der Tresen, also die Rezeption wird ja noch geändert und alles. Also ich würde mich da wohl fühlen. Warum sieht hier jeder nur ein Geisterhaus? Findet ihr, das sieht nach Geisterhaus aus? Die alten Geister der Meth-Kranken schwirren hier noch umher? So, was ist das jetzt? Spiegel. Wer will denn in seiner Lobby einen Spiegel hängen haben? Also ganz im Ernst, was haben wir denn hier für Spiegel? Boah. Hm, vielleicht kann ich damit irgendwie... Kann ich damit irgendwas machen? Ich brauche 4 Spiegel. Das ist echt viel. Das ist echt viel. 4 Spiegel. Das hier vielleicht. 4 Spiegel finde ich super viel. Der Flur oben, der kommt später. Vielleicht hier noch was Kleineres. Finde ich alles nicht so geil. Ja, den Bereich lassen wir mal noch offen. Weißt du was? Ich mache jetzt hier Spiegel hin und mach die wieder weg. Und mach die dann wieder weg. Was? Ich muss auch noch Technik... Oh, ein Fernseher? Ein Fernseher oder eine Musikanlage. Das wäre natürlich auch geil, wenn hier in der Ecke noch Boxen stehen würden. Warte mal. Ein Wandfernseher? Kann man den anschalten? Kann man den einschalten? Totalabriss. Empfangsschalter reparieren. Endlich! Also wie gesagt, wir ändern es nochmal. Jetzt will ich endlich den... Jetzt sieht das schon mal nicht mehr so vercrackt aus. So, was passiert jetzt, Sandra? Handel Raptor, du hier in diesem Stream, jetzt, just in diesem Moment, Event. Hallo, wir veranstalten ein... Junggesellenabschied für unsere Freundin Abigail und würden gerne für ein paar Tage hier übernachten. Wir brauchen ein geeignetes Zimmer für die zukünftige Braut. Hier ist eine Liste mit Anforderungen. Auch noch Anforderungen, ha? Abigail. Okay, wir brauchen Partyballons, Mini-Kühlschrank, Neondekoration und Zimmer 107 muss es sein, ha? So, ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser hier. Okay, besser. Jetzt will ich mal was testen. Nope. Hier. Was habe ich denn hier? Was ist das denn hier eigentlich? Palastmöbel? What? Alter, ich habe sowas? Okay, das ist hot. Alter, das ist ja richtig hot. Ich habe eine Standuhr aus Gold. Ich habe eine Waage. Ich habe hier so einen Raumtrenner. Ja, Leco Mio. Ja, krass. Ja, krass. Ich kann hier richtig auf Nobel machen. Boah, Alter, was für ein Bett. Das hätte dem Grafen gut gefallen. Das hätte dem Grafen richtig gut gefallen. Uff. Jetzt ist es Mansion. Boah, die Dinger geben auch richtig Licht, ne? Für die Braut nur das Beste.
Besonderes. Was habe ich hier? Das sind diese ganzen Hightech-Sachen. Was ist das denn hier? Ein Haustierbett. Ein Mini-Kühlschrank. Das will sie ja haben, ne? So ein Mini-Kühlschrank. Boah, ich kann eine ganze Buchwand hinkloppen. Ach, das ist für die Rezeption. Ah, look at this. Das ist hier für die Schlüssel. Ja, sowas brauchst du ja eigentlich. Was es alles gibt in dem Spiel, ist ja krass. Ja, sowas brauchst du eigentlich, ne? Sowas ist ja quasi Pflicht. Kann man das bearbeiten? Aber eigentlich war das schon gar nicht mal so schlecht in dem dunklen Ton. Findet ihr, sowas brauchen wir hier hinten drin? Brauchen wir sowas? Macht man es dann hier in die Ecke? Na, jetzt machen wir erstmal hier, was ich eigentlich machen wollte. Also, wir... Was ist das denn? Sticker können wir auch noch machen. Ach, krass. Ach, krass. Guckt euch das mal an. Das hat sogar irgendwie was. Das ist ja cool. Alter, was da alles geht. Ja, heftig. Willkommen in unserem herrschaftlichen Anwesen. Okay, das Spiel hat echt viel Zeug. Das Spiel hat echt viel Zeug. Das hat irgendwie... Ich finde, das hat irgendwie sogar was richtig Cooles. Oder was meint ihr? Sollen wir das nehmen? Aber es passt so nicht rein, oder? Das ist irgendwie zu viel, glaube ich. Warte mal, jetzt machen wir erstmal noch die Lampen hier. Also ich wollte über die Rezeption... ...wollte ich... ...diese Lampen hier. Die hier. Ich finde, die passen ganz gut. Und davon drei Stück. Vielleicht aber ein anderes Licht. Irgendwas ein bisschen kühleres. Eins, zwei, drei, vier. Oder doch eher die längeren. Ich glaube, die kommen besser. Ich glaube, die längeren kommen besser. Holger muss weg. Holger 3. Warte mal. Nehmen wir die längeren. Holger 1. So, Farbe. Bleiben wir bei diesem. Ist ein bisschen zu kühl. Es passt halt gut zur Wand- und Deckenfarbe. So, wie sieht das aus? Ja, das sind auf jeden Fall... Was ist denn... Sandra steht halt perfekt da, ne? So, jetzt kann ich auch die hier verkaufen. Weil die will ich ja nicht. Bams.
So, warte, wir sind ja hier im goldenen Hotel. Dekoration, Wanddekos. Die Dinger hier, kann ich die hier ranmachen? Nee. Gibt's die auch in größer? Du kannst auch das da vorne, glaube ich, dekorieren, oder? Nee, gibt's nur in der Größe. Gehen die hier ran? Nee, kannst du nicht machen. Schade. Es wäre cool gewesen, hätte ich auch noch ein bisschen meinen... Kann man den irgendwie verändern? Upgraden. Okay, man kann ihn später upgraden. Tja, Darling. Oh, jetzt muss ich hier wieder die Spiegel ranmachen. Oh, diese Spiegel sind Pflicht. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Diese hässlichen Spiegel sind echt Pflicht. Vielleicht mache ich einfach hier welche hin. Warte, der hier ist zu hoch. Ah, das habe ich aus Versehen verkauft. Das ist ein bisschen zu niedrig. What? Nehmen. Jo, lassen wir erstmal so. So, dann schauen wir uns mal Zimmer 107 an. Für die Braut. Spiegel hinter den Schränken verstecken ist eigentlich gar nicht mal so eine doofe Idee. Ich muss sagen, das ist gar nicht mal so eine doofe Idee. 105, 106, 107. Oh, snap-a-doodle. Das Zimmer sieht ja wild aus. Alter, das ist ja mal eine richtige Crackbude, du. Das ist ja mal eine richtige Crackbude. Das soll ich jetzt schön einrichten für die Braut. Das Brautzimmer. Alright. Dann machen wir es mal hübsch für die Braut. Legen wir los. Und ich meine, irgendwann müssen wir noch da hinten ein Restaurant einrichten. Und ey, wir haben noch so wahnsinnig viel Kram eigentlich vor. Das Problem ist, viele Dinge kann ich im Moment halt noch nicht so machen, wie ich sie gerne machen würde. Weil ich einfach noch nicht so die passenden Objekte habe. Ich habe einfach noch nicht so die passenden Objekte. Okay, das Ganze muss irgendwie weiß sein. Hell. Einladend. Märchenhaft. Guck mal, zum Beispiel die Wand hier. Ich finde es eigentlich voll gut, wenn die sauber wäre. Ich mag die Tapete hier. Das hat halt so schön... Das hat halt so schön was von einem richtigen altmodischen Hotel. Das hat halt so richtig schönes Hotel-Feeling. Und wir robben es halt weg, ne? Eine Schande. Eine absolute Schande. In das Spiel kannst du aber auch Millionen von Stunden reinsäbeln. Oh, die schöne Lampe. Egal, da kommt eine andere schöne hin. Lampen haben wir ja. Märchenschloss-Kram haben wir ja. Ich wette, der Braut so ein richtiges... So eine richtige Disney-Höhle werde ich dir machen. Ich bin das Biest und die Braut ist die Schöne. Ich werde dafür sorgen, dass die Braut sagt, ey, eigentlich mit meinem Partner, ich hab's gar nicht so ernst gemeint. Ich hab's gar nicht so ernst gemeint mit meinem Partner. Noch bin ich nicht verheiratet. Noch kannst du zugreifen, Kies. Noch geht's. Das will ich mit meinem Zimmer erwecken. Dieses Gefühl. Ist hier nicht auch noch Boden? Ja. Boah, es regnet richtig fies. So, hier ist noch.
Hier nicht. Hier ist noch ein Schrank. Wams. Wams. So, hier ist so eine Ecke. Auch der Boden, ich finde ihn gar nicht so hässlich. Ich finde den eigentlich gar nicht so hässlich, den Boden. Dass ich auf Renovieren stehe. Alter, Renovieren ist mein Leben. Renovieren ist mein Leben. Warum bin ich Hausbesitzer wohl? Nur um darin Dinge zu renovieren. Für was kauft man sich ein Haus? Um zu renovieren. Und sobald man ein Zimmer fertig renoviert hat und mit dem nächsten anfängt, und wenn man das dann auch fertig hat, dann fängt man eigentlich wieder mit dem Zimmer davor an. Dann fängt man schon wieder mit dem Zimmer davor an. Das ist ein ewiger Kreislauf. Renovieren ist ein ewiger Kreislauf. Es hört nie auf. Du wirst dein Leben lang renovieren. Renovieren ist eine Einstellung für die Ewigkeit. Es gibt immer irgendwas zu tun. Hausbesitzer haben immer irgendwas zu tun. Irgendwas willst du dann immer verbessern oder hast dich an was satt gesehen oder hast auf einmal irgendwie so eine Muse, die dich geküsst hat, wo du dir denkst, boah, geil, könnte ich doch so und so machen. Klar, ich gehe mit meinem... Also ich habe auch so eine Brechstange daheim, da gehe ich so durchs Haus und klopp alles kaputt. Du wirst ganz schön putzen müssen. Bei Regen wird das Hotel zu einem schlammigen Sumpf. Tja, Sandra, wie wär's, wenn du auch mal was machst? Nicht nur immer hier hübsch sein und... Ich meine, du begrüßt ja nicht mal richtig die Gäste, ne? Sandra ist eigentlich nur da, um zu nörgeln und zu kassieren. Ja, ich renne auch immer so mit meinem magischen Brecheisen durch die Gegend. Und klopp alles zu Brei. Oh Gott, Alter, das war mal... Schaut euch die Dusche hier an. Schaut euch das Badezimmer an. Übel. Absolut übel. Bah. Alter, der Teppich, das war ein Teppich da unten. Das sah aus wie ein Pelz. Das sah aus wie Quantums Rücken. So. Da liegt eine Banane rum. Die ist natürlich total schwer zu vernichten. Eine Banane ist natürlich richtig hart. Es wäre halt cool, wenn die hier so Themen eingebaut hätten. Dass man halt wirklich so ein Gruselhotel machen könnte. Was so ein bisschen nach Massenmörder aussieht. Oder halt nach Luigi's Mansion. Es wäre voll geil gewesen, hätten die sowas eingebaut. So, haben wir es bald? So, der Badboden. Naja, wenigstens geht das Zerstören relativ flott. Bams. Betasali! Was machst du denn hier? Männer wie du müssen noch um die Uhrzeit eigentlich schwer arbeiten, damit sie hier ihr Geld verprassen können. Dankeschön. Bam. Bam. Beleuchtung ist jetzt auch weg. So, hier sind noch welche. Hier ist noch. Gut. Nochmal hier. Bam.
Opas Wunderbrecheisen. Gott sei Dank habe ich das auch geerbt. Sonst wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Ohne Opas patentierten Wunderbrecheisen. Ey, ich wäre so am Sack, ne? Leon! 3. Nicht 1, nicht 2, sondern Leon 3 lässt auch noch ein Abo da. Dankeschön. Dankeschön. So, hier nochmal weggehauen. Hier nochmal weggehauen. Hier nochmal weggehauen. Und hier unten ist alles clean, oder? Ja. Ja. Hier ist auch alles clean. Habe ich irgendwas übersehen? Nö, ne? Ah, hier habe ich eine Kachel übersehen. Wusch. Wusch. Das ist nicht Half-Life, sondern das ist, was halt Gordon nach der ganzen Half-Life-Geschichte macht. Ich meine, er braucht ja auch ein Leben danach, der Mann. Und das ist es. Genau das ist es. Er wurde Hotelerbe und renoviert. Leon, Alter, Dankeschön. Dankeschön für die kleine Subbombe hier. Das ist aus ihm geworden. Also für alle, die sich fragen, was wurde aus Gordon Freeman, das hier. Das ist es. Warum habe ich eigentlich hier schon Verkleidungsarbeiten teilweise erledigt? So, jetzt schauen wir erstmal Böden. Holzfußböden, Teppich. Im Schlafzimmer ein Teppich? Im Schlafzimmer ein Teppich. So. Im Schlafzimmer erstmal ein Teppich. Ich will haben, dass das Bett in der Mitte des Raumes steht. Ich hätte gerne eine Holzdecke. Ich sehe irgendwie eine Holzdecke. Kann man eine Holzdecke überhaupt haben? Anscheinend nicht. Kann man echt nicht? Man kann keine Holzdecke haben. Uff. Spiegel an die Decke, wenn das überhaupt geht. Kann man gucken, ob das geht. Spiegel an die Decke wäre eine geile Idee für die Braut, aber... Nee. Das ist mies. Nee. Mini-Kühlschrank. Party-Ballons. Weil ich will halt haben, dass unser Bett... War das Bett ein besonderes? Nee, das war doch irgendwie... Wie ist die Kategorie? Fürstengegenstände oder sowas? Palast. So. Ja, wir kriegen halt so einen prunkvollen Kronleuchter. Ich will, dass das Bett quasi in der Mitte ist. Und natürlich dieses Bett hier. Also mittig im Raum. Da sagen wir, nicht ganz mittig, das würde keinen Sinn ergeben, aber ungefähr so auf der Höhe zu dem hier. Oder machen wir es zur Tür? Machen wir es mittig zum Raum? Ja, du warst bei Wandverkleidung, aber das sind ja Böden. Und du kannst ja hier oben, du kannst die Decke anscheinend wirklich nur streichen. Kannst die Decke echt nur streichen. Das ist das Problem. Das finde ich irgendwie doof, dass ich die Decke nur streichen kann. Ha. Tapetenmuster sind irgendwie alle total grausam.
finde ich gar nicht mal so hässlich. Tapeten sind aber auch out, ne? Klar muss das Bett vom Fenster, kommen ja noch Vorhänge hin. Außerdem sollen ja alle Leute was zu sehen bekommen. Ey Leute, wir haben heute verliebtes Brautpärchen. Metal Trooper, dankeschön. Eric, dankeschön. Hype Train ist auch schon hier wieder in Startlöchern. Ich finde das gar nicht mal so hässlich, das hier. Vielleicht werde ich das irgendwie mit einbinden. Ah, das habe ich noch gar nicht. Die schönen Sachen habe ich noch nicht. Das meine ich. Immer die schönen Sachen besitze ich noch gar nicht. Das kommt halt auch nicht so geil. Die ganzen schönen Sachen besitze ich einfach noch nicht. Ich bräuchte eigentlich so Tapete mit Stuck oder sowas. Das sieht so nach Märchenprinzessin aus. Das hier würde eher schon in die Richtung Märchenprinzessin gehen, aber das ist too much. Das ist einfach zu viel. Ja, es soll ja ein Prinzessinnenzimmer werden. Machen wir die Decke weiß? Wenn wir sie mal weiß und gucken mal, wie das wirkt. Also es kommt ja dann quasi. Die Wandfarbe ist halt so schwer bei dem Zimmer. Oder wir machen halb-halb, unten Holz, oben irgendeine andere Farbe. Eine goldene Standuhr muss auf jeden Fall irgendwo rein. Ja, der hier muss in die Mitte des Raums. Aber warte mal. Ach, hier geht keine Farbe. Schade. Der muss in die Mitte des Raums. Das Bett muss aber anders stehen. Oder vielleicht machen wir das Bett doch lieber. Nein, wir machen es so. So ist das Bett eigentlich mittig. Wir passen den am Bett an. Ich glaube, dann wirkt der auch schöner. Wir passen den hier so ein bisschen am Bett an. So, was machen wir jetzt aber an die Wände? Die Pflanzen nicht vergessen. Eine Prinzessin braucht keine Pflanzen. Prinzessinnen hassen Pflanzen. Prinzessinnen hassen Pflanzen. Andere. Was ist das denn? Was ist das denn? Sieht ja qualvoll aus. Rosa, weiß, flauschig, royal. Oh, ich sehe gerade. Hier haben wir noch nicht alles weggeschlagen. Ich wünsche, wir hätten halt irgendwas Natürliches. Oder wir machen halt so eine Halb-Halb-Geschichte. What? Ah. Ich dachte, was ist jetzt los? Das soll eine Junggesellenpartin werden. Ja, hier müssen wir dann auch irgendwie einen schönen Tisch hinstellen. Das Badezimmer muss natürlich mit Utensilien und sowas alles sein. Badezimmer ist easy. Aber ein Schlafzimmer, was nach Liebe aussieht, ist schwer, wenn man... Also mit dem, was wir hier haben.
Oder wir können ja auch den ganzen Raum erstmal weiß machen und dann irgendwie mit irgendwas arbeiten. Was ist romantisch? Ich bin einfach keiner für die Braut ist schwierig. Papyrus. Pflanzen sehen nie nach Liebe aus. Was haben wir hier noch so für Töne? Das ist mir einfach too much. Obwohl das hier geht. Aber nicht alles. Ich will das dann nochmal irgendwie bearbeiten. So. Jetzt ist es halt einfach zu leer. Da muss noch irgendwas hin. Was könnte man machen? Und vielleicht mit Rot arbeiten? Mit irgendeinem Rotton? Vielleicht mit dem Ton, den wir hier haben? Soll man vielleicht... Keine Ahnung, so ein Streifen? Oder kann ich ein... Kriege ich ein Herz hin? Ja, rein theoretisch würde ich ein Herz hinbekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann müsste ich hier, hier. Ob das ein Herz wird. Das ist, glaube ich, zu schwer. Außerdem kann ich es nicht... Nee, das ist zu schwer. Ich krieg's das nicht mittig rein. Das wird nichts, da ein Herz reinzukriegen. Nehmen wir mal wieder die Farbe hier, die wir hatten. So, nochmal alles korrigiert. Oder einmal höher. Ja, oh, Moment, ich habe eine Idee. Aber ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Es gibt noch. Es gibt noch das hier, aber... Boah, damit kannst du zeichnen. Oh Gott, das ist super schwer. Romantik. Oh, super. Ja, passt doch. Stell dir mal vor, du kommst so in das Zimmer, hast einen Haufen Geld ausgegeben und siehst dann das. Und siehst dann einfach das. Ich hätte sowas von keinen Bock mehr. Ich glaube, ich würde gehen. Würde ich mal so ein bisschen schöner, indem ich... Ich glaube, ich würde echt gehen. Ich würde sagen, ja, nee. Für mich ist die Party für heute erstmal gelaufen. Wir mal weg. Kein Bock auf die Party. Mann, du kommst da rein. Wenn die Tür nur mittiger wäre. Aber du kommst da rein, ne, und denkst dir so, ja, da habe ich Bock jetzt. Jetzt will ich Sex haben. Da werde ich mich mit meinem Stripper amüsieren. Habe ich richtig Bock drauf. So. Holzböden will ich hier auf jeden Fall. Hier kommt schön das
schöner Parkett rein. Haben wir irgendwas Neues? Kann man den drehen? Nee. Ah, hier. Ist auch nicht gedreht. Irgendwas, was später ganz gut zu den Möbeln passt. Holz 3, Holz... Vielleicht mal was Helles. Irgendwie immer so dunkel bei mir. Ah, der hier. So. Bitte so lassen. Boah, die... Ja gut, wir lassen es. Aber irgendwie ist mir das alles noch zu einseitig rosa. Da fehlt irgendwie noch sowas. Ich weiß auch nicht. Aber ich hab... Mich hat die Muse noch nicht geküsst. Mich hat die Muse einfach noch nicht geküsst. Noch hab ich nicht das Feeling. Welche Farbe würde... Das sind halt so schöne natürliche Farben, an denen sieht man sich halt einfach nicht so schnell. Telegrau, grau-weiß, beige. Ich finde immer das beige-grau oder das austernweiß eigentlich ganz nice. Das sieht einfach so furchtbar aus, dieses Zimmer, ne? Die ganze Zeit lege ich hier auf Stil und alles so einen Wert und dann habe ich dieses Zimmer hier. Dann habe ich dieses Zimmer einfach. Haben wir hier auch Austernweiß verwendet? Ja, bei der Decke, glaube ich, bleiben wir bei Austernweiß. Diese ganzen Verkleidungen finde ich einfach nicht so edel. Das wäre was fürs Badezimmer. Marmor. Eine Wand Marmor irgendwie für die Dusche hier. Moment. Hier kommt meine Dusche rein in die Ecke. Habe ich wenigstens jetzt mal richtig schöne Duschen oder immer noch so? Was macht man denn für einen Fußboden rein? Badezimmer. Schauen wir mal bei Keramik. Nö, 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 nö. Maybe. Nö, ist mir zu wild. Maybe. Ist mir zu glatt. Das geht immer. Das ist der Fußboden, der immer geht. Den haben wir neu. Große Kacheln. Hatten wir den nicht schon? Okay, was haben wir noch? Nee, aber da sind wir wieder am Anfang. Die großen Kacheln haben wir jetzt ganz neu mit dabei. Macht den Fußboden schwarz. Nee, gelb finde ich auch voll ätzend. Ihr findet es wirklich so ein Gelb findet ihr gut?
Findet ihr das wirklich gut? So ein Gelb, ich finde das furchtbar. Dann eher so Töne hier. Das Blau ist mir zu stark. Oder das hier, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das hier, weil sonst wird es auch zu dunkel. Ich probiere es mal. Ah, doch, 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 doch. Hat irgendwie was. Müssen wir noch eine Farbe fürs Bad überlegen. Oder wir nehmen halt... Oder wir fließen das Bad halt irgendwie auch noch hier. Das wären dann große Kacheln. Das ist ja auch wieder super beliebt, aber das ist so eine. Das ist jetzt wieder richtig im Trend, Leute. Sowas hier habe ich so oft gesehen, als ich mein Bad oben gemacht habe. Und das ist wieder super beliebt. Es ist auch extrem beliebt. Ich finde, das erinnert immer so ein bisschen an Schwimmbaddusche, ne? Das ist extrem beliebt in so einer typischen. Ja, in so einer Farbrichtung schon fast. Das ist jetzt wieder total. Das ist jetzt wieder total beliebt, sowas. Das haben wir ganz häufig gesehen. So Geschichten hier. Das ist richtig beliebt. So Farbtöne in den Duschbereichen ist super beliebt. Im Moment. Das siehst du voll oft, wenn du dich so mit aktuellen Badezimmer-Ideen so beschäftigst. Da siehst du sowas so häufig. Das siehst du so häufig. Na, ich habe für... Also wir haben für unser Badezimmer... Haben wir hier leider nicht. Wir haben in der Badewanne eine Wand. Ja, in der Dusche. Wir haben ja eine riesen Dusche. Ne? Wir haben so eine riesige Regendusche. Oben ist der Duschkopf. Und dann haben wir eine Wand mit so Naturstein-Fischgräte gemacht. Eine Wand, wo auch die Armaturen sind. Und die anderen haben wir halt auch mit Naturstein-Fliesen gemacht, die halt sehr, sehr groß sind. Ja, also wirklich auch so riesen Fliesen haben wir dahin gemacht. Und an die Wand, also am Boden haben wir riesen Fliesen, an der Wand haben wir mittelgroß. An der Wand haben wir eher dann, ja, längliche Fliesen. Die sind ja alle hier perfekt quadratisch, wir haben längliche. Aber es sieht gut aus. Oder wir geben dem Ganzen hier so einen Cremeton. Im kleinen Mosaikstil. Dann müssen wir aber hier die Wand nochmal ein bisschen anpassen. Backofen GmbH. Warum geht denn da keins hin? Da ist noch irgendwie... So. Ab und zu muss man es einfach mal machen und wirken lassen. So. Nochmal. Gucken, wie das aussieht, wenn ich hier ein bisschen mit reingehe. Die Wand sieht aus wie ein Wasserschaden. Findest du? Ich finde nicht. Oder meinst du die hier? Das ist Marmor. Hm. Ha.
Ha, jetzt gefällt mir das hier nicht. Jetzt passt das nicht mehr rein. Das muss weg. Es ist schwer, so ein Badezimmer zu machen. Aber den Boden finde ich gut. Den Boden finde ich gut. So. Also der Chat will die Kacheln weg. Gut, machen wir die Kacheln weg. Aber den Boden, an dem hänge ich. Den will ich haben. Ich finde, das sieht geil aus für ein Badezimmer. Oder wir streichen halt und machen halt wieder so eine Art... Wir streichen das Ding und machen irgendwie so eine Trennlinie rein. Aber dann ist halt die Frage, in welcher Farbe streichen wir den Laden hier? Hier gibt es aber auch Leute, die sind Kachelfans. Sagen, ey, Kacheln beste. Walla, ich küsse deinen Kachelnacken. Gib mir Kachelkuss. Beste Leben auf Kachelbasis. Mein Urgroßvater hat Kacheln. Wenn du machst Kachel weg, dann du hast was gegen meinen Urgroßvater. Hast du nicht Respekt vor der Kachelkies? Doch, Alter, ich hab mega Respekt. Ich hab mega Respekt vor der Kachel. Kachel ist mein Leben. Kachel ist mein verdammtes Leben. So. Also. Dann streichen wir wohl, ha? Die Frage ist nur, in was für einer Farbe? Zu diesem Boden. Oder wir streichen halt die Hälfte. Haben wir Tapeten? Ja, aber Tapeten? Obwohl? Vielleicht sollten wir wirklich eine Tapete machen. Vielleicht sollten wir irgendwie wirklich eine Tapete machen. Mein Badezimmer in der Eistundra. So würde ich baden wollen. Die Berge und hinten dran und... Warte mal. Die Berge. Und dann setze ich da meine Badewanne hin. Haben wir neue Badewannen? Meine finnische Badewanne. Du kommst rein und denkst so, boah, was für ein Badezimmer! Und was ist das denn? Da fehlt es aber irgendwie... Was haben wir für Duschen? Ja, Glasdusche ist eigentlich quasi Pflicht, ne? Das ist eine Dusche. Wenn, muss das schon so ein richtiger Brocken sein. Die Braut ist ja auch... Die hat ja auch Geld. Ja, wie machen wir jetzt die Decke? Decken können wir nur streichen. Wolken kann ich nicht an die Decke machen. Zementgrau. Moment.
wirkt das? Oder sieht die Decke zu sehr aus wie der Boden? Die ganze Decke voll damit. Geht nicht. Leider kann ich es nicht. Es ist halt nur die Frage, wie machen wir dann hier... Wie machen wir dann hier den Rest? Ich mal Wolken auf die, an die Decke, ja. Das ist ein Plan. Hier fehlt ja dann auch noch was. Hier muss ja dann irgendwie... Hier muss ja dann... Irgendwie Badmöbelmäßig ja noch was hin. Waschbecken. Wo kommt die Toilette hin? Wollen wir so eine Toilette hier dann irgendwie hin? Irgendwie hier so mit rein. Dann hier die Dusche. Dusche muss so hin. Ich finde die schöner, weil die hat mehr Glas. So. Und das Waschbecken kannst du ja dann nur noch eigentlich hier hin machen. Oder hier hin. Naja, hier sieht es doof aus. Hier nimmt es irgendwie die Aussicht. Das Waschbecken muss eigentlich hier hin. Ich will es eigentlich in einer anderen Höhe. So, jetzt. Ich lasse einfach die Wände so. Naja, vielleicht noch ein Schrank und das Waschbecken. Haben wir Badezimmerschranken schön? Haben wir da irgendwas Neues? Die ganzen coolen Sachen sind alle gesperrt, ha? Zu groß. Das ist alles zu mächtig. Doppelwaschbecken wie in den USA. Wir haben so ein Doppelwaschbecken. Aber wir haben, das sind eine, also ein Becken, ne? Aber zwei Wasserhähne. Nee, Waschbecken und Schrank daneben, das würde irgendwie, das würde diese Isolation, die dieser Waschtrog da hat, irgendwie so ein bisschen zerstören, finde ich. Das wäre nicht gut. So, jetzt sind wir aber immer noch bei anderen Problemen, wie zum Beispiel das hier. Vielleicht einfach weiß machen. Zur Hälfte weiß. Nehmen das beige-grau, machen das zur Hälfte einfach nur. Moment, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also machen wir mal... So. Machen wir hier halt so eine Halb-Halb-Optik. Ich will ja einen großen Esstisch mit Stühlen und alles. Hier soll ja so ein bisschen wie ein Bankettsaal soll das alles werden. Beim Badezimmer bin ich einfach noch unentschlossen. Und weiß kannst du halt immer mit allem verbinden. Ja, das kannst du immer mit allem verbinden. Oh, Moment, hier haben wir eine andere Farbe gehabt.
Oh, jetzt habe ich zu viel gemacht. Naja, ist nicht schlimm. So, und was kommt da jetzt hin? Was würde in dem Esszimmer richtig punkten? Unten Holz? Was würde... Würde Holz da richtig zünden? Und dieses Holz hier. Ich weiß nicht. Holz im Bad. Na, hier muss irgendwie was Gefliestes hin und da müssen wir uns noch überlegen, was wir hinmachen. Aber das ist ja der Essbereich. Weil hier kommt dann zentral. Was haben wir denn bei unseren Prinzessinnen-Kram? Hier, was haben wir denn hier noch? Hier kommt auch ein schöner Kronleuchter rein. Haben wir da einen Tisch? Schminkspiegel. Müsste eigentlich hier hin. Wir haben aber leider keinen so richtig schönen großen Esstisch, wie es scheint. Nee, haben wir nicht. Ätzend. Einfach nur ätzend. Es fehlen einfach diese schönen großen Esstische. Der hier ist noch der größte. Der hier. Also ein Esstisch kommt halt mittig rein. Wird wahrscheinlich auf dem hier hinauslaufen. In der Weißoptik. Ah, so ungefähr wird das irgendwie aussehen. Moment. Oder drehen wir ihn lieber? Kommt der so stärker zur Geltung? Oder lieber... Nee, so kommt der besser zur Geltung. Zum Fenster. Nein, bei mir ist zu Hause nichts weiß. Aber... Ich bin eigentlich gar kein weiß Fan. Aber das soll ja so ein Brautzimmer werden. Und wenn ich an Hochzeit denke, denke ich irgendwie mal an weiß. Ich weiß nicht. Eine Stripperstange haben wir leider nicht, Chat. Hätte ich eine Stripperstange, wäre sie hier drin. Dann hätten wir jetzt hier eine Stripperstange. Dann hätten wir jetzt hier eine Stripperstange. Was für eine Farbe nehme ich denn? Die hier. Was haben wir hier für Stühle? Hier hätten wir doch wenigstens prunkvolle Stühle, oder? Moment, das sehe ich irgendwie nicht so. Ich will die hier so davor. Die Tische sind halt nicht big genug, finde ich. Die Tische sind einfach nicht big genug, damit der Effekt entsteht, den ich haben möchte. Da muss einfach ein viel größerer Tisch hin. Noch ein bisschen rüber. So.
Dusche ist zu klein. Ey, da passen. Ey, da, guck mal, das ist doch eine geile Dusche. Ganz ehrlich. So schlecht finde ich die Dusche jetzt auch nicht. So, jetzt ist halt nur die Frage, was machen wir hier an den Wänden? Machen wir denn hier Holz hin? Wie sieht das aus? Helleres Holz, ha? Huh? Irgendeine Naturfarbe brauchen wir hier. Eine schöne... Haben wir nicht. Und weiß wäre mir dann zu viel. Oh, und die Farbe haben wir schon. So würde das aussehen, wenn man da halt Holz macht. Man hat halt einfach doch nicht so viele Möglichkeiten, wie man gerne hätte. Ah, ich weiß nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Ist irgendwie too much. Oder? Das ist irgendwie... Das zündet nicht. Das wirkt einfach nicht. Ich finde auch, die Stühle müssen näher ran, damit es besser aussieht. Ich glaube, so kommt es auch ein bisschen besser rüber. Man zieht ja dann die Stühle vor, wenn man sich hinsetzt. Nee, das haut mich nicht weg. Ich mach den Kram hier wieder weg. Zack. Ja, wir brauchen noch die Neon-Dekoration. Wir brauchen noch so viel Kram. Das ist echt... ein kritischer Auftrag. Ich meine, das ist immer noch das beste Zimmer aller Zeiten. Also, da würde ich sofort irgendwie, käme ich da in Stimmung, wenn ich das sehe. Da käme ich sofort in Stimmung, wenn ich so ein Zimmer sehen würde. Instant wäre ich spitz. Oder wir bleiben halt erstmal bei allem weiß. Und machen dann... Moment. Machen vielleicht hier auch eine Tapete oder sowas hin. Aber nur auf die Hälfte. Schauen wir uns mal die Tapeten an, die wir haben. Wir machen einen Streifen von irgendeiner Tapete hin. Oder wir machen ein Tapetenmotiv hin. Alter, das ist eigentlich auch sowas, ne? Eigentlich ist es das, wenn man mal ganz ehrlich ist. Eigentlich ist es das, wenn man so ein Sissi-Hotelzimmer haben will, im Endeffekt. Eigentlich brauche ich das hier. An der Wand. Wenn es so Sissi-mäßig werden soll, eigentlich schon. Oder Katzen. Ich meine, Katzen funktionieren eigentlich immer, oder? Katzen funktionieren... Warum kommst du so rein? Die andere Seite hier ist einfach mit Katzen. Oh Gott. Oh... Gehst kaputt. Gehst einfach kaputt. Ich würde sterben. Das hat irgendwie auch was. Was ist, wenn ich das hier nur zur Hälfte mache? Wartet mal. Sprich.
Das zeigt ja keine Vorschau. Mies. Ja, und hier ist dann das Schlafzimmer. Weißt du, alles so richtig schön elegant. Kommt irgendwie alles zur Geltung. Ja, und hier ist dann das Schlafzimmer. Das ist dann das Schlafzimmer. Viel Spaß heute Nacht, ne? Soll ich das hier nehmen? Oder ist das zu aggressiv? Ey, bei den Katzen, ich wäre bei den Katzen instant hot. Ich wäre instant hot bei den Katzen. Warte mal. Ich probiere jetzt mal kurz was. Ich probiere mal was. Ich probiere mal was. Was ist, wenn wir es irgendwie so machen? Obwohl, das, ich weiß nicht. Ey, ich weiß nicht. Je mehr ich drauf gucke, umso schlimmer wird's. Ups, das wollte ich gar nicht so. Der Tisch muss aber anders stehen. Muss doch mehr in die Mitte des Raums, um die Schönheit des Raumes einzufangen. Wo ist denn ungefähr die Mitte? Ist das hier die Mitte? Hier ist die Mitte und jetzt vielleicht eventuell hier ist besser. Mann, so ein Hotelzimmer, das ist eine Lebensaufgabe, du. Das ist eine Lebensaufgabe. Weil man auch irgendwie das nicht so gut sieht. Man hat einfach keine so vielen guten Möglichkeiten, die Sachen umzustellen. Was? Warum schweben die Stühle jetzt? Warum schweben die jetzt? Yo! Warum schwebst du, Stuhl? Gibt's nicht. Jetzt ist es ein Geisterstuhl, der schwebt. Neben dem Tisch sollte noch ein Grill stehen, ja. Am besten so ein schöner, alter Grill. So, wir haben hier, warte mal, hier fehlen noch die Böden. Was hatten wir hier? Hier hatten wir, Holz. War der hier, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, das war der hier. So. Jetzt muss ich halt die Stühle nochmal neu hinmachen. Mitte des Raums. Das kannst du so schlecht abschätzen. Nachdem, von welcher Seite du es anguckst. Aber jetzt ist es, glaube ich, relativ okay. Jetzt machen wir noch einmal das hier. Mitte des Raums. Wo ist die Lampe hin? Mitte des Raums. Und Mitte des Raums ein bisschen weiter nach vorne.
Ich wünschte, ich könnte das Ding irgendwie größer machen. Für so einen Raum brauchst du eigentlich fast schon größeren Kronleuchter. Ja, aber wir müssen diese hässlichen Stühle nehmen, weil... Dann haben wir noch die hier zur Auswahl. Es soll ja so ein richtig ekelhaftes Honeymoon-Frauenzimmer werden. Da haben wir noch die... Nee, die sind besser. Die sind besser hässlich. Die sind besser hässlich. So, jetzt wo ein bisschen Licht im Raum ist, sieht er gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt finde ich ihn auch besser. Gut, was streichen wir hier? Hier nehmen wir... Ach, wir nehmen einfach auch Weiß erstmal. So. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was wir hier nehmen. Das Badezimmer. Also hier muss irgendwie gefliest werden. Mich nervt es so, dass ich diesen Tisch einfach nicht gescheit mittig stellen kann. Gibt es dafür irgendein Tool im Spiel? Regentage, sieh in die Lobby. Es regnet schon seit Jahren in dieser Lobby. Die Lobby ist total versifft. Der Herr, ich will nach unten. Hallo. Ist das Ding jetzt schon wieder Schrott? In welchem Zimmer pennen Sie? In welchem hässlichen, gottverlassenen Zimmer? So, hier hat jemand hingeschmuddelt. Ist das abartig. Bah. Riech ja gar nicht weg. Jetzt muss ich ja richtig rausbürsten, den Dreck hier. Wie immer noch Schlamm. Wo ist da noch was? Wo ist da noch was? 95%, aber... Ah, da vorne. Jetzt ist 1% noch hier. 1% irgendwo. Irgendwo hängt noch ein Krümel Kacke. Great job getting rid of the mud. The guests will be happy we took care of this. So. Ja, hier oben müssen wir auch irgendwann mal alles in Ordnung bringen, weil hier sieht es ja auch richtig, richtig mörderisch aus. Ah, erstmal muss wieder der ganze Raum laden. So. Jetzt gucken wir an, was wir hier noch machen. Wände. Hier würde sogar irgendwie eine Holzwand reinpassen. Aus irgendeinem Grund. Jetzt, wo ich die Holzwand sehe, denke ich mir, sieht gar nicht mal so doof aus. Ha. Huh. Zum Rustikalen. Mirko der Coole. Aber nur diese Wand. Sonst wäre es wieder zu viel. Nur diese Wand. Und dann vielleicht auf Hälfte irgendwie fließen. Was hätten wir? Da würden jetzt die kleinen Kacheln ganz gut reinpassen. Die kleinen Kacheln irgendwie so auf Hälfte. Einfach nur so zwei Streifen, weißt du? Ich meine einfach nur so. 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 Warte mal. Was haben wir jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht?
Weil hier würde ich vielleicht noch Holz machen. Dass wir hier noch einen Streifen Holz hinmachen. Weil ich meine, so Kacheln sind schon wichtig. Dann vielleicht hier irgendwas mit einem zarten, natürlichen Blauton oder so. Irgendwas, was hier ganz gut reinpasst. Also diese Gebirge. Hier mal kurz das hier. Ich weiß noch nicht so ganz. Das finnische Bad. Das ist auch so ein wilder Mix. Weißt du, du kommst hier rein und denkst, du bist irgendwie bei keine Ahnung, Harald Glöckner. Heißt der Klöppner? Klöppner heißt der, oder? Bist bei Harald Klöppner irgendwie zu Gast. Und dann gehst du hier rein, hast aber voll die coole finnische. Voll das coole finnische Badezimmer. Crazy Mischung einfach. Einfach eine crazy Mischung. So, machen wir mal so. Lass mal auf mich wirken. Right. Dazu diese lässige Free Jazz Musik im Hintergrund. Mein Leben ist in Ordnung. Das Spiel hier vermittelt einfach, ey, das Leben ist geil. Hier brauche ich auch noch Farbe. Was fehlt denn jetzt noch? Haben wir hier beige-grau gehabt? Ich glaube nicht, oder? So, es ist doch alles eigentlich mittlerweile angepinselt. Wie kann ich dann nur bei 72 von 100 sein? Ach, Boden ist das. Welcher Boden fehlt denn hier? Alter, Mirko der Coole, Dankeschön! Mirko der Coole, Dankeschön. Wo fehlt denn hier noch Boden? 72. Hä? Wo soll denn hier Boden fehlen? Wo soll hier Boden fehlen? Verstehe ich nicht. Ah, okay. Hat mal wieder nicht aktualisiert. Das Spiel hat noch so ein paar kleine Bugs, ne? So, Bett haben wir. Tisch haben wir. Stühle haben wir. Schrank fehlt. Ja, ich würde hier ein Sofa hinmachen. Ich glaube, hier kommt irgendwie dann ein Sofa noch hin. Alter, dieses Zimmer. Ich krieg's kotzen, wenn ich da reingucke. Es ist wirklich so qualvoll. Oh, es ist so qualvoll. Meine Tür hier zu. Auch hier die Tür zu. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch für ein hässliches Sofa haben. Ich brauche ein hässliches Sofa. Bett. Es ist natürlich das hier. Alles andere wäre eine Beleidigung für den Raum. So, dann brauchen wir einen Sessel. Einen Sessel. Ja, hier brauchen wir eigentlich auch noch eine Lampe. Was zählt denn hier? Ist das ein Sessel? Das ist eigentlich ein Sessel, oder? Passt besser zum Sofa.
Ja, das ist ein Sessel. Dann brauche ich den hässlichsten Couchtisch, der die Kollektion Märchenschloss hergibt. Haben wir da nicht einen kleinen? Yin, dankeschön, dass du hier neu dabei bist. Was ist das denn eigentlich hier, diese Vitrine? Die ist eigentlich auch super. Würde hier gut in die Ecke passen. Oder die Standuhr halt. Dämon der Zerstörung. Ach nee. Ja, das Ding muss eigentlich hier hinten hin. Obwohl es verschandelt mein Gemälde. Hier kommt auch noch eine Leuchte rein. Ja, wir haben keinen... Ah, doch, den hier. Perfekt. Zählt der nicht? Was haben wir so an Regalen? Scopes Raiden. Dankeschön. Wo ist das Huhn? Wo ist das Misthuhn? Flur. Ja, wo ist denn hier? 103. Ach so, der ist hier. 103. Wait. Alter, du Sau. Das Grafs geliebter Schrank hat er kaputt gemacht. Nice job fixing the room. Moment, warum machen wir Minuseinnahmen? Warum machen wir Minuseinnahmen? Was ist hier so kaputt, dass wir Minuseinnahmen machen? Ist die Lobby unten schon wieder schlammig? Geistermieze, dankeschön. Ist da unten wieder Lobby-Schlamm? Ne, ein Terrarium habe ich noch nirgendwo platziert. So, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch kleine Schränke. Haben wir hier in der Kollektion kleine Schränke? Psst. Zählt das als kleiner Schrank? Nee. Was soll das dann sein? Hau weg. Oh, dankeschön. Kies ist noch on. Der ist noch on, der Mann. Genau. Ich glaube, wir finden hier keine kleinen Schränke, ha? Huh? Wie wäre es mit dem? Ist das ein kleiner Tisch? Der ist zu groß. Oder obwohl, ich könnte ihn hier in die Ecke machen. Okay, der zählt als kleiner Tisch. Alter, Skjör, du vergibst Subs? Wahnsinn, heute sind alle wieder auf Gönnlaune. So, ich brauche noch... Ach, das war gar kein Sessel. Der zählt auch nicht als Sessel. Mies, Alter, mies. Ne, zählt nicht als Sessel, das Ding. Habe ich hier überhaupt einen Sessel in der Kollektion? Also Rex muss doch ein Sessel sein. Das ist niemals ein... Okay, das ist einer. So. Twitch, dankeschön. Die Leute bringen hier den Zug wieder zum Eskalieren. Okay, jetzt fehlt nur noch ein Schrank und Ablagen. Als Schrank nehmen wir natürlich hier irgendwas. Eigentlich muss da hinten so... Aber dann verdecke ich ja mein romantisches Zimmer. Die goldene Standuhr, die will ich auf jeden Fall drin haben. Die will ich hier auf jeden Fall drin haben. Die ist so hässlich. Zählt das als Schrank? Ich glaube nicht, ne? Leider nein.
Leider nein, aber das ist auch so ein hässliches Ding. Ja gut, bei den Katzen. Obwohl, der Blick auf die Katzen will ich auch niemanden verwehren. Mann, ist das ein hässlicher Schrank. Aber wir haben einen Schrank. Jetzt brauche ich noch Ablagen. Schauen wir mal rein. Da haben wir leider keine neuen. Vielleicht mache ich hier eine Ablage hin und mache da ein bisschen Dekokram drauf. Oder hier so dazwischen. Oder überm Klo. Nee, das stört. Hier so jeweils eine Ablage. In Naturholz. Weil die würden eigentlich auch ganz gut hier reinpassen. Dann so ein bisschen Deko drauf. Das ist keine Ablage oder... Och, leck mich. Wie kann das keine Ablage sein? Oder weil sie im Badezimmer ist. Oh, das ist ja richtig ätzend. Das ist ja richtig ätzend. Also, Hand hoch, wer in dem Zimmer nicht in Stimmung kommt. Das ist auch wirklich geil, oder? Also ich hätte richtig Bock hier in dem Zimmer. Ich finde es richtig hot. Dann nehme ich einfach meine Ablagen, die ich immer nehme, wenn ich keine Idee habe, weil die ist universell. Und zwar die hier. Und am besten in Schwarz oder so. Oder in diesem Grauton. Was? Warum platziert ihr die nicht? So, jetzt ist alles außer noch einen kleinen Schrank. Psst, hey! Alter, da haut niemand noch 1000 Bits hier dem alten Mann um die Ohren. Dankeschön. Dickes, fettes, super geiles Dankeschön. Die Goldvitrine, zählt die als kleiner Schrank? Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. War das so ein kleiner Unterschrank? Hier so einer. Könnte ja noch hier einer in die Ecke. Ups, wir haben ein Problem. Ja, irgendein Wasserrohr ist kaputt. So, kümmere ich mich gleich drum. Oh, im Badezimmer brauchen wir auch zwei Schränkchen. Ich habe überlegt, ob ich zwei von denen machen soll. Also zwei nebeneinander. Schwupps. Dann mache ich auch zwei Waschbecken. Schwupps. Machen wir hier ein Doppelwaschbecken. Ist halt der Service. Psst, hey! Schwupps. Und wo ist Waschbecken? Das eine muss ein bisschen tiefer. Twitch, Dankeschön für 100
giga geile Bits. Dankeschön. So. Dann brauchen wir Handtuchhalter. Kann man ja so da, dann hier so dazwischen machen. Einer müsste eigentlich auch noch hier hin. So. Und dann brauche ich natürlich auch noch was für Toilettenpapier. Ich bin ja kein Monster. So. Und jetzt noch Seife. Bitteschön. Beleuchtung, Dekoration. Dadurch, dass diese Spezialmöbel nicht eingestuft sind, ist immer schwer zu sagen, was das ist, diese Palastmöbel. Was ist Deko? Das ist auf jeden Fall Deko. Der Kelch ist leider verdammt groß, aber der ist eigentlich auch ganz cool. So, jetzt brauche ich noch Bilder. Habe ich hier, glaube ich, nicht drin. Habe ich hier, glaube ich, nicht drin. Obwohl, das wäre eigentlich cooler gewesen als der Kelch. Ich mache aber auch einen einfach hier hin. Damit natürlich auch das Herz da hinten richtig ausgeleuchtet ist. So, Bilder machen wir hier welche hin. Deprimierendes Fahrrad. Was ist das hier? Eine Blume. Man sieht die alle so schlecht. Eigentlich ist das das perfekte Bild für diesen Raum. Das ist eigentlich das perfekte Bild für diesen Raum. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwo da oben ein Bild hingehangen. Da! Nee. So, komm mal her, du. Sag, das sieht man so schlecht, wo es richtig ist. So. Was haben wir denn noch für ein Bild? Ein Bild brauchen wir noch. Ja klar, das hier. Wandleuchten. Da hatten wir was wieder in der Spezialkollektion, soweit ich weiß. Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Hier. Da hatten wir was. Da hatten wir Wandleuchten. Irgendwo waren hier Wandleuchten, genau die hier. So. Und jetzt... Für den Chat, weil die es alle so lieben. Die Pflanze. Die Pflanze für den Chat, weil alle brauchen Pflanzen. Was für Pflanzen würde die Braut wollen? Na, die einen waren schon ganz gut. Und wir brauchen noch die Neon-Dekoration. Ja, das kommt dann ins Schlafzimmer alles. Rosen? Ne, das sind keine Rosen. Eigentlich das hier. Guck mal. Der hier kommt weg.
So. Sie hat ihre Pflanzen. So, jetzt brauchen wir Balance und Neon. Also. Oh, und wir brauchen natürlich noch Vorhänge. Die Braut soll sich ja auch nicht irgendwie unwohl fühlen, ne? Die soll sich ja auch nicht unwohl fühlen. Jetzt die Neon-Sachen. Was haben wir denn bei Neon? Mini-Kühlschrank braucht sie ja auch noch. Mini-Kühlschrank. Und ein Spiegel wäre ganz gut im Badezimmer. Warum? Warum? Okay, jetzt geht's. Spiegel wäre noch ganz gut im Badezimmer. So, jetzt Balance, besonderes Party. Love Ballon. Ah, oh, wie süß. Warum kann das... Das kann hier hin. Das wäre natürlich auch toll, wenn hier noch so im Raum ein paar Balance wären, aber das passt irgendwie nicht rein. Wieso auch immer. Die machen wir hinten dran. Das ist Geburtstag. Oh, 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 wow. Aber da geht das Herz verloren. Nee, obwohl. Geht das Herz verloren, Chat? Oder sagt ihr, nee, geht noch klar? Das Herz geht zu sehr verloren, ne? Das muss weg. Das muss weg. Das Herz ist... Das ist Kunst. Das ist einfach... Nee, ich finde, das Herz ist einfach... Das ist irgendwie so das, was den Raum auszeichnet. Klar, was zu saufen. Also... Überall, überall. Hier steht auch noch eine Flasche rum. Was bin ich nur für ein Gastgeber? Jede Dame bekommt natürlich auch noch ein Gläschen. Die sollen sich ja auch nicht abschütten. Alter, hier gibt es doch so einen gruseligen Bären. So, das hätten wir. Jetzt brauchen wir einen Mini-Kühlschrank. Technologie, ist der hier drin? Wo ist der Mini-Kühlschrank? Den hatte ich doch schon mal. Subwoofer, DVD-Spieler, Lautsprecher, Plattenspieler, Subwoofer. Ne, hier ist er nicht drin. Besonderes, dann ist er irgendwie hier mit drin. Keyboard. Alter, eigentlich auch so ein Flügel wäre geil, ne? Hier so in der Ecke. Ja, der muss eigentlich... Der muss ja mit rein. Der Flügel muss mit rein in so einem Zimmer. Damit man da romantisch klimpern kann. Alter, muss. Geht ja gar nicht anders. Keyboard, Noten, Angel, Surfbrett, Zelt, so ein Bumszelt und ein Heuballen muss eigentlich rein. Tische. Wo ist denn der Mini-Kühlschrank? Hatte ich doch irgendwo mal. Oder war der doch bei Technologie? Kühlbox. Mini-Kühlschrank. Da ist er. Der kommt so neben's Bett. Der kommt so neben's Bett direkt. Dass man da direkt reinlangen kann, wenn es ernst wird. So, jetzt brauchen wir noch Neon.
Neon ist natürlich auch noch super wichtig. Fürs Ziel. Machen wir hier ein Herz neben mein Herz. Zentral eine Lippe. Ne, bei den Katzen kommt eine Lippe hin. Und hier machen wir eine Rose über den Schminktisch. Ey, wenn ich hier reinkommen würde, ich würde... guck mal, also das sind ja Gefühle, die man durchlebt. Man geht da rein und denkt sich so, wow! Dann guckt man sich das Badezimmer an und denkt sich so, nice, hat keine Lampe. Braucht noch eine Lampe, das Badezimmer. Ich mach 3 Lampen hin. Da sieht man so das Badezimmer und denkt sich so, oh, nice, hey, cool, hab ich Bock drauf. Dann kommt man hier rein und sieht dieses Herz und diese Katzentapete und wird direkt spitz in der Hose und denkt sich so, oh, geil. Hier werde ich auf jeden Fall alle meine sexuellen Gefühle ausleben. Ich hätte ultra Bock drauf. Warte, eine Sache fehlt noch, damit man hier richtig in Stimmung kommt. Habe ich total vergessen. Eine Fressschale, nee. Mein Markenzeichen natürlich. Eine nackte Frau fehlt irgendwie. Wo ist denn die nackte Frau? Wo haben wir sie denn? Ah, da war sie. So. Klar. Gut. Zimmer reservieren. So sah das Bad davor aus. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hätte ich... Sieht besser aus als meins. So sieht's jetzt aus. Das Wohnzimmer. Studentenleben. Jetzt Sissy-Märchen-Perversion. Der Eingang. Eigentlich ganz nett mit dem gemütlichen Sessel vom Opa. Jetzt Harald Klöppner. Mit Chihuahua à la Paris Hilton. Ey, kein Bild vom Schlafzimmer, ich bin enttäuscht. Aber die Braut, die sagt geil, ne? Also wenn ich da reinkomme, ich würde direkt kotzen vor Freude. Da ist so eine Stimmung in dem Zimmer, das ist so, das ist Feng Shui. Danke für dieses besondere Zimmer, mir hat es hier hervorragend gefallen und ich habe den perfekten Ort für unsere Hochzeitsfeier gefunden. Ich bin so aufgeregt. Untersuche die Situation. Ich habe noch einen Rohrbruch irgendwie. Also sie sagt, das ist ihr Jugendtraum. Ich habe es mal wieder geschafft. Kiestschur, sie haben es mal wieder geschafft, sie alter Haudegen. Sie alter Welpenwürger. Ich finde immer noch meine Lobby für das, was ich für Möglichkeiten habe, finde ich immer noch schick. Sie muss erstmal ein bisschen nachladen. Ich finde die immer noch schick. Ich bin immer noch überzeugt von meiner Lobby. Das ist meine beste Arbeit bis jetzt, meine Lobby wenigstens. Die kann mir niemand nehmen. Rohrbruch, untersuche die Situation. Was ist hier los? Moment, ich muss erst in Zimmer 103 oder was? Der Chat sagt auch, ich würde sofort mein Leben in dieser Bude verbringen. 101, 130, immer. Das will ich eh mal überarbeiten. Ja, hier ist ein Rohrbruch. Und jede Menge Smodder. So. Ja, die Hotelszimmer sind da wieder voll Gammel. Mal durchfegen. Also ich... Guck mal, hier scheint irgendwie noch Etage 2 und 3 zu fehlen. Ey, wie groß wird denn das Hotel? Wie gigantisch groß wird denn bitte schön das Hotel? So.
Upgrade. Hammer und Staubsauger. Ich werde den Handwerker anrufen, damit er sich um das Problem kümmert. Alright. Jetzt gucken wir mal, wie ging das nochmal hier. Fertigkeiten. Hammer. Bam. Staubsauger. Bam. I'm ready for this man. Okay. Okay. Wow, look at that. We received an order to organize a wedding party. Great opportunity to get the restaurant up and running. Oh nein, das Restaurant. Oh Gott, das ist ja super viel Arbeit. Gut, das machen wir dann demnächst. Im Hotel zur goldenen Nadel, Leute. Mein Kopf glüht, weil es echt anstrengender ist, als man denken mag, hier so ein Hotel aufzuarbeiten. Ist echt hart. Es ist echt hart. Bewerten, kommentieren. Und ja, Erotik kennt keine Grenzen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.